das erwarte ich vom Spieler wie Chigerci, der ein Fußballer ist, der kreativ ist, der jeden Ball haben will, der dieses Risiko nimmt, dass er enttäuscht ist, wenn er nach 60 Minuten vor 14.500 Zuschauern an so einem schönen Abend mit so einem Flutlicht ausgewechselt wird. Punkt. Dennoch ist es eine Aufgabe, die wir da zu meistern haben. Das ist ein Inbegriff einer Drittligamannschaft. Intensität, Aggressivität. Wichtig ist, dass es so bleibt. Und dafür haben wir alle Möglichkeiten. Mit einem außergewöhnlichen Publikum steigen die Wahrscheinlichkeiten aus meiner Sicht noch mehr. Ja, Pele, gern schauen wir zurück auf den Dienstag. Ich hatte so das Gefühl, als ich mir das da bei Magenta angeguckt habe, habe ich gesagt, Mensch, das könnte eigentlich jetzt noch ein Stündchen länger gehen. So toller Fußball, so erfolgreich und so mitreißend. Das muss doch, zumal es nur das dritte Mal in Folge war, wo wir solche Leistungen gesehen haben und auch die entsprechenden Ergebnisse dazu, das muss doch ein Flow auslösen, mehr noch als vor 2 Wochen, als vor 3 Wochen. Wir machen hier ganz schön Werbung für Magenta. He? Also, was willst du machen? Unglaublich, du. Jeden Dings Magenta. Nein, Spaß beiseite. Ich sag, das ist das 5. Spiel in Folge. Wiesbaden zähle ich komplett dazu und das Landespokalspiel in Babelsberg auch. Umso schöner ist es. Ich hatte auch dieses Gefühl, von mir aus jetzt auch noch ein paar Minuten weitergehen können. Dennoch, mit dem Wissen, dass ein neues Spiel ansteht, brauchen wir natürlich auch Regeneration. Also das, was wir uns vorgenommen haben, wie wir da aufzutreten haben, mit dem Wissen, dass der Club keine einfache Situation hat oder die Spieler. Dennoch, ein neuer Trainer macht immer kräftefrei, unabhängig davon, ob vorher gut, schlecht oder weniger, keine Ahnung, gearbeitet worden ist. Das ist halt einfach so. Das habe ich auch zu der Mannschaft gesagt. Das ist was Menschliches, das ist was nachvollziehbar, weil einige Spieler dann auch wieder sehen, dass sie vielleicht mehr eine Chance bekommen oder durch eine andere Ansprache nochmal anders angesprochen wird, glaube ich, dass wir dann so dastehen sollten und dass wir das dann so vollenden und umsetzen, auch in dieser Interpretation. Ist egal wer, ob jetzt du oder auch andere, selbst der Reporter, die Interviews gemacht haben, die haben gesagt, was ist das denn? Was ist das denn für Fußball? Aber das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das ist genau das, was wir auf die Platte bringen wollen. Du weißt, dass um Zuschauer hier ins Stadion zu holen, brauchen wir immer das i-Tüpfelchen auf ein gutes Spiel, noch das i-Tüpfelchen, um dementsprechend Zuschauerzahlen hier zu generieren, um uns dementsprechend hier zu entwickeln und zu stabilisieren. Du hast uns alle ein bisschen überrascht mit der Aufstellung. Man sagt ja, verändere nie ein erfolgreiches Team. Da gibt es also auch in Englisch diesen Spruch, aber du hast dich danach gar nicht gerichtet, hast doch einiges verdreht und verändert. Am Ende mit Erfolg, das gibt dir recht. Was war denn der Anlass? War es dann wirklich nur die Ausgeglichenheit der Belastungen auf alle Spieler jetzt in der englischen Woche? Ich stelle mir immer die Frage, wenn man verliert, dann soll man wechseln? Muss man wechseln? Dann wird das erwartet und wenn man gewinnt, dann ist man immer überrascht. Ich möchte die ganze Mannschaft nach wie vor mitnehmen. Ich möchte die Mannschaft das Gefühl geben, dass jeder wichtig ist. Man kann aber nur dann wichtig sein, wenn man dann dementsprechend spielt. Ich hatte dann aber auch das Gefühl, dass wir gerade auf diesen Positionen, wo wir gewechselt haben, dass die Spieler, die dann fast durchweg immer von Anfang an gespielt haben, auch mal so eine kleine, nicht Pause, aber dass wir da frische Momente brauchen. Wir können Copado nicht ausleihen und ihn nicht so begleiten, wie wir ihn begleiten. Wir können nicht einen Kapitän haben, der immer nur von der Bank kommt. Wir können nicht JJ, der hat am Samstag 90 Minuten gespielt, aber noch nicht so oft innerhalb von 3 Tagen. Also da können wir wechseln. Und dann finde ich halt, dass man das auch machen sollte. Und das sage ich auch zu der Mannschaft. Natürlich möchte ich, dass es erfolgreich ist, dass es keine Diskussion gibt, aber die halte ich aus. Weil ich habe eine Mannschaft zu begleiten. Ich habe nicht das, was Leute meinen, zu begleiten, sondern ich habe eine Mannschaft zu begleiten und ich sehe die jeden Tag. Und diesbezüglich, glaube ich, lebt die Mannschaft das auch und ist auch die Jungs sind auch dankbar für, dass sie wissen, dass das um die Mannschaft geht, für die Mannschaft ist. Und glaube, deswegen werden wir auch in der Art auch belohnt. Nach dem Spiel hat sich noch was eher Unschönes dann zugetragen. Ich habe die Jungs gestern in Silo gefragt, na, man wartet dann
zu Hause. Bei so einem Abendspiel ist das ja immer strittig, noch dazu bei so einem langen Weg. Und da sagen sie mir, ja, hier zu Hause angekommen, 6 Uhr. Und ich sage, habt ihr an jeder Tanke angehalten und Bier nachgeschüttet oder was war los? Du hast es vorhin gerade in der Pressekonferenz erzählt, das war wohl nicht der Grund. Nein, wir waren auch um 5.02 Uhr genau hier. Ich war um 6:30 im Bett, hatte dann noch hier im Stadion das eine oder andere vorbereitet. War auch eine Vollsperrung, Helmstedt. Und diesbezüglich hat sich das dann hingezögert. Uns haben aber viele Fans überholt und gehupt. Und das ist natürlich für die da gewesen sind oder hinfahren konnten und das wollten oder organisieren konnten, ist natürlich auch ein Momentum. Dienstagsabends Regionalliga 5-2 in Osnabrück zu gewinnen. Ich meine, Dritte Liga, Entschuldigung. Das sind ganz großes Entschuldigung. Das sind ja Momente, was uns ja auch gut tut, dass wir das auch zurückgeben können. Das war ja auch wieder eine unfassbare Unterstützung am Dienstagabend, dass so viele bereit sind, dahin zu fahren. Diese jämmerliche Rückreise hat die dann jetzt gerade in dieser englischen Woche, wenn man sich überlegt, das war also alles gestern früh, heute und dann ist übermorgen schon das nächste Spiel. Irgendwie fehlt ja dann auch ein Stück weit an Stunden oder auch ein ganzer Tag in der Vorbereitung auf das nächste Spiel dann hier zu Hause. Ja, nochmal, ich bin ja auch gefragt worden wegen Fliegen und so. Für mich wäre es wichtiger, aber das sind jetzt auch Erfahrungswerte, unabhängig davon, dass ich die hätte. Ich weiß aber auch, wie die wirtschaftliche Situation sich darstellt, gerade so im Abendspiel, dass man sagt, okay, wir übernachten nochmal vor Ort, können dann ordentlich essen, können dann ordentlich schlafen, unabhängig davon, dass man am Spiel sowieso nicht, aber du ruhst dich anders aus als im Bus. Im Bus wird Karten gespielt, welche Spiele. Begämmen hin und her, das dürfen die Jungs auch, sowas kontrolliere ich auch nicht oder würde ich nicht einschreiten, aber es ist eine andere Regeneration, als wenn man vor Ort im Hotel bleibt, nochmal schläft, morgens ein bisschen länger vielleicht ausschläft, dann gut Frühstück, dann zurückfährst. Dennoch hat das jetzt für Samstag keine Auswirkung, sowieso mit dem Selbstvertrauen und mit der Überzeugung, was wir uns jetzt erarbeitet haben, aber in der Zukunft wäre das vielleicht sehr sinnvoll, wenn wir das vielleicht so umsetzen können. Bemerkenswert waren noch einige Auswechslungen. Wie du vorhin gesagt hast, du warst eigentlich glücklich, dass unser Mittelfeldstar hier sauerstinkig war, dass du ihn ausgewechselt hast. Du hast dich darüber gefreut, wie er reagiert hat. Ja, genau. Jetzt ehrlich, da braucht sich keiner bei mir entschuldigen. Da ist mir auch egal, was Leute denken und sagen, ja, der hat jetzt, der ist enttäuscht und der hat irgendwas zum Trainer gesagt. Ich will mich jetzt nicht vergleichen mit mir, wie ich als Spieler war. Ich bin nicht so oft gewechselt worden, aber ich war auch maßlos enttäuscht und ich war total sauer und das sollte auch dann der Trainer spüren. Ich sage sogar, dass ich sowas mir wünsche, wenn ein Spieler ist, dass, wenn es im Rahmen bleibt. Da muss man natürlich nicht drüber draufsetzen. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, Tolli mit der gelben Karte, ja. Trainer, setzt nicht noch einen drauf, wenn da was passiert. A, haben wir einen Samstag nicht. B, in diesem Spiel, was dann kurz nach der Halbzeit, wusste nicht genau, wo das hingeht. A, habe ich zu den Vertrauen, die dann kommen, habe ich ein riesengroßes Vertrauen. Und auf jeden Fall war er sehr, sehr enttäuscht und kam dann nach dem Spiel, oh Trainer, ich glaube, ich habe mich zu entschuldigen. Hast du nicht. Genau das erwarte ich vom Spieler wie Gerci, der ein Fußballer ist, der kreativ ist, der jeden Ball haben will, der dieses Risiko nimmt, dass er enttäuscht ist, wenn er nach 60 Minuten vor 14.500 Zuschauern an so einem schönen Abend mit so einem Flutlicht ausgewechselt wird. Punkt. Nun kommt Saarbrücken, eine Mannschaft, die gegen Köln ein bisschen lange gebraucht hat, gestern, um das 1:0 dann abzusichern. Die sind auswärts besonders stark, haben einen Haufen Auswärtssiege. Macht euch das Angst? 3 Auswärtssiege in 3 Spielen. Dennoch ist es eine Aufgabe, die wir da zu meistern haben. Das ist ein Inbegriff einer Drittligamannschaft. Intensität, Aggressivität, die Art, wie dann da gespielt wird, das verkörpern sie. Das sieht man auch in dem letzten Jahr, vor 2 Jahren sogar, waren sie eigentlich bis in Osnabrück 90 plus 6 kam.
in der Relegation. Letztes Jahr Halbfinale DFB-Pokal gespielt. Viele Spiele ausgefallen aufgrund Witterungsverhältnisse, weil der Plätze nicht bespielt war. Haben sie eine super Serie gespielt und stehen jetzt wieder auf dem vierten Platz. Bin ich ein bisschen überrascht, dass wenn man nach dem Heimspiel in einer extrem ausgeglichenen Liga, auch wenn sie sehr gut sind, Saarbrücken, auch wenn sie sehr typisch Drittliga-Qualitäten haben, dass dann Trainer dann ausgepfiffen wird, beziehungsweise Trainer-Rausrufe gerufen werden. Das ist für mich schon sehr überraschend. Vielleicht liegt da auch dann der Grund, warum die Mannschaft sich auswärts wohler fühlt. Dennoch, wir fühlen uns zu Hause auch sehr, sehr wohl, mit hoffentlich einer großen Anzahl vom Publikum. Es wurde ja immer gesagt, wenn ihr auswärts liefert, wir liefern nicht nur auswärts, sondern wir setzen ja noch einen drauf, dass wir zumindest eine fünfstellige Zuschauerzahl am Samstag hier begrüßen dürfen. Zu einem Spiel, was uns vor 8 Wochen überhaupt keiner zugetraut hätte, wo der fünfte den vierten empfängt. Spitzenspiel hier in diesem Stadion in der dritten Liga als Aufsteiger. Was will man mehr? Warum geht man da nicht ins Stadion? Sag mal, warum sollen sie alle kommen? Da brauchen wir doch lange nicht drüber reden. Es ist doch, muss doch Spaß machen, nach solchen Spielen zu sagen, nee, ich will die mal live sehen. Ja, zumal wir dann am Samstag gemeinsam mit einem außergewöhnlich positiven Publikum dann mit dem Sieg Vierter werden. Also noch in der Tabelle wieder einen Platz höher. Ne? Waren das ja gestern Abend um 19 Uhr noch, ja, bis die anderen Spieler angepfiffen worden sind. Nein, Spaß bei der Seite. Wenn du Ergebnisse lieferst, kommst du in der Tabelle höher. Dann stehst du da, wo vielleicht der eine oder andere nicht mit gerechnet hat. Aus meiner Sicht absolut berechtigt, dass die Situation so, wie sie jetzt ist, dass das so gekommen ist. Und wichtig ist, dass es so bleibt. Und dafür haben wir alle Möglichkeiten. Mit einem außergewöhnlichen Publikum steigen die Wahrscheinlichkeiten aus meiner Sicht noch mehr. Du hast gerade den Gegner gelobt, aber ihr habt auch einen Plan, dagegen anzukommen, gegen diese starke Mannschaft aus unserer Partnerstadt Saarbrücken. Also wir sollten uns nicht zu sehr loben, dass wir einen Plan haben. Nein, Spaß. Natürlich, wir haben eine absolute Überzeugung. Wir haben ganz klar, wissen wir auch, was wir brauchen, um am Samstag zu gewinnen. Fakt ist natürlich auch, dass du natürlich auch immer diese Spielform brauchst, dass du immer auch dieses Spielmomentum kriegen kannst. Wenn du das nicht hast, dann gerade in dieser Liga, in dieser nicht nur ausgeglichenen Liga, sehr starken Liga, brauchst du immer das Maximum. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum wir das nicht am Samstag erreichen sollten. Wir sind gespannt und wollen das erleben. Ihr werdet das erreichen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Schwarz.